herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer ist dat oder wat? Heute mit den Kandidaten Dennis aus Düsseldorf, der trinkfeste Tanzakrobat, hält den Weltrekord im Rückwärtssprinten und verkauft im Internet handgestampftes Fliegenpilzpüree. Felix Lobrecht, die Berliner Muskelmaus, weiß, dass man wahre Größe nicht in Zentimetern misst und dass die Gurke unten reinkommt. Benny aus Düsseldorf, der Dauergrinsende mit 30er, trägt bald eine Perücke aus Ralf Möllers Rückenhaaren und kann mit den Zehen pfeifen. Und hier ist euer Moderator. Er ist Sternzeichen Pott-Original und Markenbotschafter für blinkende Sonnenbrillen. Macht einen gigageilen Applaus für VfL Jesus! Und damit willkommen zu Wer ist das? Oder was? Oder was? Heute mit Felix Lobrecht. Ja! Es ist ein Privileg, dass ich hier bin. Ja, perfekt. Und natürlich mit Moderator VfL Jesus. Jesus. Jesus, ja. Ja, Kommentar des Tages. Unter der ersten Folge von Wer ist das oder was? Sehr schlechtes Format, nur lustig, kann bei der Folge bleiben. Heute geht's Folge Nummer 3 wieder. Genau, richtig. Wir machen uns rein den Kopf. Erster Felix, der tolleste Dame ist. Astaba, die haben wir früher. Es gibt nichts. Berlin lebt. Es gibt. Ich hab was für dich noch, Felix. Das gehört zu dir. Mein Vater und sich noch ähnlicher sehen. Richtig. Bist du stolz, Dad? Die Regeln. Moderator VfL Jesus verliest in jeder Runde 8 Fakten, die zu einem Prominenten gehören. Ziel des Spiels ist es, anhand der Fakten herauszufinden, um welchen Promi es sich handelt. Je schneller man es schafft, das zu erraten, desto mehr Punkte gibt's. Kleines Rechenbeispiel. Erkennt man den Promi nach Fakt 1, sind es 8 Punkte. Nach Fakt 2 7 Punkte und so weiter und so fort. Sofort. Wer nach 4 Runden die meisten Punkte hat, der ist Weltmeister von Wer ist das oder was? Und darf den großen Wer ist das oder was Pokal rektal einführen. Jesus, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, alles fit oder was? Wann gewinnt VfL endlich die Champions League? Ja, das wird noch ein bisschen dauern oder was? Alles klar. Lass uns ein bisschen Zeit, oder was? Machen wir. Jawohl, deine erste Frage oder was? Ja. Beruflich war ich zwischen 1977 oder was und 96 oder was in Deutschland, Frankreich und Italien aktiv oder was? Italien am Moor oder was? Ja, wüsste ich jetzt nicht. Meine Profikarriere begann oder was im Alter von 17 oder was? Bei den Offenbacher Kickers oder was? Boah, Alter. 1987 oder was? Wechselte ich von SV Werder Bremen oder was? Zu AS Rom oder was? Ah, fuck! Rudi Völler! Ja! Tante Käthe! Perfekt oder was? So! Ja. 6 Punkte für mich auf mein Konto, immer wieder stark, dass ich hier zu sehen in meinem Wohnzimmer. Nein, jetzt sind wir Feinde. Alles klar. Ein Rudi Völler, es gibt nur ein Rudi Völler. Komm doch ran hier! Wie mich das traut! Ich besitze neben der südafrikanischen und der kanadischen Norwatt auch... Felix Lobrecht. Was? No. Ich war unter anderem... Elon Musk. Perfekt oder was? Das war nicht schlecht. Das sind dann wohl 8 Punkte oder was? Du bist ein Mann von der Welt. Wie siehst du die Karriere von Elon Musk? Gefahr für die Menschheit oder ist das jemand, der die Zukunft gestalten kann? Die Aliens werden bald landen. Du, weißt du, naja, also es steht mir nicht zu, das zu beurteilen, aber ich bin definitiv kein Fan. Hast du Angst vor Aliens? Nee. Das, erlebst du in deinem Leben noch, dass sie landen, dass sie kommen? Ja, aber ich habe keine Angst davor. Warum nicht? Weil ich immer freundlich zu allen bin. Schnitt! Jesus, kommen die Aliens? Glaube nicht dran, Robert. Nee? Warum nicht? Nee. Ist ja Fantasie, Robert. Ja, das sind große Worte von jemandem, der Jesus heißt. Ohne 3, oder was? Ja. Jetzt wird's ganz klasse, oder was? Ich wurde 1955 in Italien geboren, oder was? Amore. Und habe mit nur 11 Jahren, oder was, schon die Haare blondiert, oder was? Mein Aussehen hatte seinen Preis, oder was? Heidi Klum. Hä? In Italien? Nee. 55? Nächster Fakt. Mein geliebter Bruder, was, wurde 1997 erschossen, oder was? Uiuiuiui. Tupac. Einen Vorteil hatte sein Tod. Ich übernahm, oder was, sein... Donatella Versace. Oh!
aber in Form heute. Also Donnerwetter, du kennst mich in Italien aus, oder was? Ja. Jo. Ja. Super. Es gibt natürlich noch andere Marken, zum Beispiel Fubu, Fishbone, Fila, sowas genau. auch. Wegen Versace, weißt du? Genau. Perfekt. Hast du viel Markenklamotten bei dir im Kleiderschrank? Nein, keine einzige. Achtest du drauf? Dennis sagt immer, so teure Klamotten haben meistens auch einen besseren Stoff. Ich hab viele Schuhe an, oder was? Jawohl. Ja, muss das sein. Zeig dir mal dein Outfit. Komm mal rum. Zeig mir den Leuten mal dein Outfit, wie du aussiehst. Ja, hier, genau. Oh, oh, stabile genau. Pants. Gib mal auf die Bühne drauf. Jesus, 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 Jesus. Unwürdig. Der beste Outfit, oder was? Ne? Runde 4. Mein eigentlicher Vorname lautet, oder was? Unter anderem Henry, oder was? Doch die meisten kennen mich nur unter meinem Spitznamen, oder was? Inkasso, Henry. No. Mit 12 Jahren reiste ich mit meinem Vater, oder was, nach Südafrika, oder was? Und traf dort auf Nelson Mandela, oder was? Ehe ich mir ein Spice Girl, oder was, Konzert anschaut, oder was? ChatGPT, wie so eine Geschichte. Durch die erneute Heirat meines Vaters, oder was, erhielte ich und mein Bruder, was, zwei Stiefgeschwister, oder was? Daniela Katzenberger. No. Weiter. 2005 geriet ich durch ein fragwürdiges Kostüm, oder was, in die Schlagzeilen. Jetzt Harry. Richtig. Jo! Tolles Kostüm. Der hatte so eine Nazi-Uniform an. Ja, ja. Damit hat Felix Dobrecht, wer ist das oder was, gewonnen? Ja! Geh nach vorne, pack den Pokal an, genau. Niemals geht man so ganz. Irgendwas von dir bleibt hier. Du hast deinen Platz immer bei mir. Und einen großen Applaus für VfL Jesus. Was steht da in deinem Jahr noch an? Was möchtest du noch erreichen dieses Jahr? Hast du schon Silvesterpläne oder so? Da sind wir zu weit. Also du bist zu weit jetzt, oder was? Aber bei mir steht immer einiges an, oder was? Du bist ja in den Medien aktiv, ich sehe dich ja über den Fernsehen. Ja, ich lasse mich immer weiterhin noch überraschen, oder was? Ja. Guck mal, wir machen jetzt eine große Überraschung. Wenn ich da reintreffe, dann wird dein Tag heute noch geiler, okay? Okay. Das würde mich freuen, oder was? Bewertet euch in den Kommentaren als Wildcarder, Wildcarderin und ihr werdet mit uns hier auf dem Promi am Tische stehen und Jesus live erleben dürfen. Wir gehen zu Endcard, da geht's um ein Video über Felix Lobrecht und zwar Gelnägel. Geschichte der langen Fingernägel. Anna, ey, das ist Hype Culture. Und unten gibt's die letzte Folge. Wer ist das? Oder was? Oder was? Mit ciao. Wem? Mit wem? Die letzte Folge war mit Promi, war mit Wildcard. Lame. Schön. Ciao. Ciao oder was?